ist mein Tod zwar bewusst, doch sämtliche Erinnerungen sind fort. Ich wanderte lange umher, suchte nach mir, ließ mich zu den Orten treiben, wo ich mir unbewusst vertraut war. Eines Tages begegnete ich ihr. Sie konnte mich sehen, ging nicht um mich hindurch wie an die anderen. Sie lächelte mir zu, sagte mir, ich solle ihr folgen. Sie brachte mich an einen Ort, in welchem andere waren, die ebenfalls suchen. Sie waren gezeichnet durch die Art und Weise, wie sie starben. Gewollt oder unfreiwillig. Baby schrie auf den Armen einer Frau, die starb, als sie schwanger war. Die Frau, die mich holte, sie hat keinerlei Wunden. Sie ging mit mir in ein Hinterzimmer. Dort hat sie sich eingerichtet. Sie versuchte, mit mir in meiner Psyche zu wühlen, wollte mir helfen, mich zu erinnern. Unmöglich zu ertragen. Er verlor seine Kontrolle, schlug auf mich ein. Mein Körper hielt den Druck nicht mehr stand. Ich sackte zusammen wie ein gequältes Tier. Mein Mund leicht geöffnet, meine Augen weit aufgerissen. Unbeweglich lag ich da. Er schrie so laut in meine Ohren, dass es sich anfühlte, als wäre meine Seele ein blutender Organhaufen. Ich wollte die Blutung stoppen, aber die Energie reichte nicht aus. Als ich nicht reagierte, sprang er zu mir herab, schlug mit seinen Fäusten gegen mich und auf den Boden nieder. Er riss mich an den Haaren und spuckte mich an.